Und weiter geht's mit Let's Play Castlevania Order of Ecclesia. Ja, wir sind nun hier bei der letzten Konfrontation mit den härtesten Gegnern nochmal des Schlosses. Wie zum Beispiel diesen hier, den ich langsam besiegen sollte, bevor er mich so sehr in die Enge drängt, dass ich hier gar nichts mehr machen kann. Aber gut, es hat funktioniert. Genau, wir haben jetzt auch noch die Mythe des Fliegens bekommen. Wo Latikus heißt die, glaube ich. Ja, doch, müsste sie auch heißen. Genau, und hier werden wir nochmal mit allen konfrontiert. Mit den schlimmsten Sachen. Aber dafür ist auch Dracula nicht mehr weit entfernt. Stimmt, das habe ich gar nicht gesagt im letzten Part. Es könnte sein, dass wir sogar in diesem Part Dracula bekämpfen werden. Aber mal gucken, ob ich das wirklich schon in diesem Part angehe. Vielleicht lasse ich euch noch ein bisschen warten. Mal gucken, wie ich Bock habe. Ja, ich habe jetzt die Macht. Obwohl, die sind auch ein bisschen bequemer zu bekämpfen mit Volatikus. Die sind allgemein nicht mehr so schlimm, jetzt seitdem wir jetzt auch so viele Level-Ups noch haben. Guck mal, ich weiß gar nicht, was das wirklich ist. Das ist, glaube ich, einfach den so einen Elektroangriff dann machen. Oh, ich muss aber im Kampf wieder heilen. Unbedingt. Nicht mal eine Maissuppe. Halt zwar nicht viel, aber vielleicht reicht es ja. Weil wenn ich jetzt sterben würde, wäre ich sehr traurig, weil wir jetzt schon ziemlich viel geschafft haben. Der letzte Speicherpunkt war jetzt auch schon wieder ein bisschen entfernt. Okay, dann muss ich ja den Teufel noch. Den, ja, noch den muss ich wieder schnell bedienen. Aber er hat glücklicherweise schwächer Licht. Und ja, die mögen wohl diese Gegner. Die Entwickler. Aber ich mag die auch, weil die geben sehr viel Erfahrung. Oh, 10 KP. Oh, oh, oh. Natürlich heilen die Items auch ein bisschen mehr, weil ich habe ja den Kaiserring noch ausgerüstet, der allgemein ja bessere Heilung verursacht. Oh, verdammt. Aber gut, er ist gefallen. Ich glaube, sie sind echt schon gleich da. Oh. Wenn das echt so ist, wenn wir jetzt wirklich in 5 Minuten schon da sind, dann... Ich glaube, dass die Finale jetzt schon kommen. Und hier ist doch bestimmt was versteckt, oder? Was? Nein? Aber ich nehme auch lieber nochmal Rapidus Fio, weil... Ja, weil das eben ein bisschen schneller macht, ein bisschen flexibler ist noch. Ja, und hier habe ich vorher mal gelevelt, weil nämlich 2 von denen erscheinen. Da kann man eben sehr gut immer beide auf einmal besiegen, weil die geben auch gute Erfahrungspunkte. Boah, das wäre so fail, wenn ich jetzt noch sterben würde hier im letzten Raum. Das ist nämlich, glaube ich, wirklich der letzte Raum. Und oh, der ist schon wieder. Stirb! Wow! Da drüber auch direkt mit. Doch, jetzt werde ich nochmal alles rausholen, was ich habe. Bisschen eine PTP-Erhöhung. Eine Herzenerhöhung. Na gut, ist auch okay. Aber ich werde jetzt auch mal hier mit allem. Achso, der lebt ja noch! Zur Hölle, Teufel. Und zwar möchte ich nochmal den Teleporter nehmen und nochmal hier ein wenig, um nochmal zu speichern. Oh, nein, ich will jetzt nicht sterben. Ich will nur speichern. Ach genau, ich gehe noch ganz kurz ins Dorf, um die Herzen nochmal aufzufüllen, denn die brauchen wir. Doch Gott, jetzt haben wir erst 4 Minuten. Doch, wir werden das Finale heute machen, in diesem Part. Ich halt dann wieder zurück und dann kommen wir mit, direkt mit dem Teleporter dann auch dahin. Boah, das Schloss war schon riesig und vor allem das alles hätten wir niemals gesehen, wenn man jetzt nur das schlechte Ende gehabt hätte. Also das ist echt geil. Okay, jetzt gar nichts. Genau, und das ist die Stelle, wo man Volatikus für braucht. Aber wir gehen noch einmal hier unten entlang. Hier sind nämlich noch mal ein paar Items versteckt. Dafür brauchen wir Paris. Paris, die Stadt der Liebe. Naja, seitdem ich Paris durch Illumina City aus Pokémon X und Y kennengelernt habe und die Stadt ja an Paris angelehnt sein soll, muss ich sagen, dass mir Paris dann bestimmt nicht gefallen wird.
wenn die Stadt auch so verwinkelt und so riesig ist. Überhaupt so Großstädte und so kann ich eh nicht leiden. Ich war mal in Berlin mal für ein Wochenende. Oh, nicht. Also ich würde da ungern leben wollen. Jetzt nichts gegen welche, die jetzt in der Großstadt wohnen, jetzt aber. Aber ich brauche mal so eine gewisse Ruhe, jetzt da, wo ich auch lebe praktisch. Weil ich reg mich auch mal auf, wenn schon allein, wenn jemand mit dem Motorrad das einfach mal laufen, länger laufen lässt oder irgendwie einer hupt und so, mehr habe ich ja schon öfter mal auch gezeigt, dass mich sowas aufregt. Und ja, Dracula ist direkt hier. Und wir machen ihn jetzt fertig. Und zwar sowas von. Mit Nitesco werden wir kämpfen. Wir werden die Glyphen so lassen, wie sie sind. Eine Sache, die ich noch mache, ist, wir werden statt Tripurant ringen, weil der gibt eh keine Erfahrung, werden wir den Todesring nicht den Kaiser, den Priesterring, den Schutzring nehmen wir dann. Ich gehe mal kurz hier rein, um das nochmal zu speichern. Und ja, jetzt können wir diesen Wahnsinn hoffentlich auch beenden, denn nun erwartet uns Dracula. Eine reizende Jungfrau. Hast du mir diese große Freude bereitet? Was wünschst du, Kind? Vielleicht ewiges Leben? Ein Platz an meiner Seite? Ich gehöre nicht zu deiner Anhängerschaft. Ach nein. Na dann, bitte. Erzähl mir etwas von dir. Du weißt doch sicher, dass meine Gesellschaft ihren Preis hat. Ich bin die Klinge, die alles Böse verbannen wird. Und ich bin hier, um dich zu vernichten. Deine Zeit ist abgelaufen. Stirb, Dämonenfürst Dracula. Ein amüsantes Weibsbild. Komm, Kind. Ich habe schon ewig nicht mehr getanzt. Und da steht er auf. Na gut, er wirft nicht sein Glas weg, wie es eigentlich macht. Was ist denn jetzt los? Da ist er, Dracula. Er ist nur am Kopf verwundbar. Der macht seine gewöhnlichen Attacken nur stärker als gewöhnlich, wie man das aus anderen Castlevanias kennt. Genau, diese Kugeln, die kennt man auch schon, aber er macht nur mehrere davon. Und die zieht 234 ab. Naja, eines Endbosses würdig. Er ist auch keinesfalls einfach. Er kann ja diese Attacke machen, das ist am einfachsten, möglichst nah neben zu stehen, um ihn anzugreifen. Aber das Gute ist, er hat immer das gleiche Schema. Achso, ich kann eigentlich auch so machen. Ich kann mal was zeigen. Ich könnte jetzt natürlich jetzt auch über den drüber fliegen, ne? Oder einfach fliegen und den Attacken auszuweichen. Obwohl es nicht so einfach ist. Dann macht er nämlich das. Das heißt, Volatikus ist so gut wie unnütz hier, weil, bevor man nicht irgendwie sterben will. Weil der Attack ist. Weil es fast unmöglich, diese Attacke auszuweichen. Ansonsten, über ihn drüber springen ist auch nicht sinnvoll, weil er macht dann diesen Angriff. Und dann verschwindet er sowieso direkt. Also es ist echt am besten wirklich nur, ja, wirklich richtig gegen ihn zu kämpfen, weil alles andere, wenn man irgendwie versucht, seine Angriffe zu umgehen, wird bestraft. Durch irgendwelche Angriffe von ihm. Und so, nein! Oh, schade. Aber egal, ich wollte erstmal nur zeigen, wie er kämpft und so, und jetzt werde ich ernst machen. Und da sitzt er auch, aber der sieht schon cool aus. Also ich finde, vom Aussehen her ist dieser Dracula echt einer der Besten. Also passt auch irgendwie so am besten. Der ist jetzt auch nicht zu übertrieben und so, wie jetzt in... Wer ist das nochmal? Castlevania Judgment da. War der ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. So mit seinem ganzen Gewand und sowas. Der hat überall Stacheln und Hauptsache irgendwelche Narben und Verzierungen und sowas. War ein bisschen zu viel des Guten. Aber hier finde ich, sieht der echt cool aus. Was für ein Fortschritt auf Ruin sah der ein bisschen komisch aus, fand ich. So ein bisschen. Ja. Wie so ein Indianer, so ein bisschen. Oder so werden sich die Vampire ganz früher vorgestellt haben. So ohne, dass sie so alt wirken. So ein bisschen. Das war noch so ganz jung irgendwie. Fand ich das nicht so cool aus. Das ist meine Augen die schlimmste Attacke, die er machen kann. Weil die am schwierigsten auszuweichen ist. Aber Rapidus Fio erleichtert uns sowieso so einiges. Und das Schema ist eben immer das gleiche. Nur die Frage ist jetzt, der Kampf macht das im Kampf trotzdem auch so einfach. Ich mag auch von seiner japanischen Synchro. Die englische ist auch sehr gelungen.
Ah, gut ist, auf dem Headset kann ich genau, auf den Kopfhörern kann ich genau hören, wo der sich gerade hin teleportiert, weil das hört man dann so ein bisschen in die Richtung. Genau, jetzt geht er wieder in die Mitte. Ja, das habe ich jetzt auch mit Glyphen verbunden. Spam nur mit Dominos Fall und so, aber ich glaube, das wird den Kampf ein bisschen zu einfach machen. Deswegen dadurch das. Naja, aber er ist machbar. Auf jeden Fall. Und auch sehr geile Musik. Zählt eigentlich zusammen mit der Musik von Barlow und von Elvis auch so eigentlich mein Lieblingsmusikstück. Und ja, ich habe jetzt den Supertrank benutzt. Aber der sollte mal neue Tricks lernen. Sonst kommst du nicht hier weit. Naja, die Herausforderung ist eben, der macht so viel Schaden immer. Das ist schon mal das Schwierige bei dem. Und er erhöht schon langsam die Distanz immer. Geht jetzt immer noch zu den Rändern, wo ich jetzt gerade nicht bin. So. Ja, aber es ist schon episch. Auch wenn es nicht das gleiche ist, aber natürlich hat auch so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor. Er ist ja praktisch wie der alte Dracula, nur... Okay, er hat die zweite Phase erreicht. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich wie der alte Dracula, nur mit ein bisschen neuen Moves und so, aber jetzt geht er ab. Jetzt geht er sowas von ab. Jetzt müssen wir sogar manchmal über ihn drüber springen, aber er hat jetzt komplett neue Attacken. Und er ist so fies. Genau, ich kann diese komischen Leopardentiecher hier beschwören. Die haben ja damals so Probleme gemacht. Da kann er das hier machen. Jetzt kommen die Dinger einzeln und verfolgen uns. Und diese komischen Leopardentiecher müssen wir auch noch dabei besiegen. Er teleportiert, wenn er sich hin teleportiert, dann schreit er manchmal Soul Steel. Und wenn das passiert, kann er auch 240, ich glaube sogar im Hard Mode sogar 480 abziehen. Und er kann auch die Fledermäuse beschwören. Hier gibt es einen Safe Point, den muss man finden, und der ist so schwer zu finden. Den habe ich jetzt nur durch Gewohnheit jetzt so schnell gefunden. Also der ist schon, jetzt ist er richtig hart. Doch, hier war der Safe Point. Und wenn man nicht in diesen Safe Point ist, da ist man meistens auch schon fast Instant Kill, weil das so viel Schaden macht. Diese Fledermäuse, da zieht eine echt schon so 50 ab. Man wird ja von so 20 auf einmal dann ja getroffen. Und, ach nein. Das ist schon echt hart. Aber der Kampf ist geil. Ich mag den Kampf. Genau. 225, eine einzelne Fledermaus. Alter. Normalerweise hast du das von 5 oder 6 auf einmal getroffen, hier, mindestens. Nein. Ich muss da schnell weg. Und bevor jetzt da sein Soul. Genau das meine ich, dieses Soul-Stil. Wenn er uns dabei trifft, dann haben wir die Arschkarte. Weil dann heilt er sich dabei. Und wir kriegen noch Schaden. Ja, so ein paar Trank. Nehme ich einen Killerfisch. Weil die kann ich mir wenigstens farmen und auch kann man sich schnell besorgen und so. Aber die Attacke mag der. Das ist doof. Weil ich mag die Attacke nicht. Okay, aber mich wundert, dass das selbst dieses Holzstil macht. War eigentlich slammt er aber damit immer total rum. Oh. Sterbt. Oh, jetzt kommt hier alles auf einmal. Das habe ich so fies. Er kann sich so viel auf einmal ansammeln bei diesem Kampf. Das macht ihn auf jeden Fall auch sehr schwer. Also, ist auf jeden Fall, wie man merkt, ein sehr schwerer Dracula-Kampf. Jetzt nicht so einfach wie damals zum Beispiel Graham und so. Na gut, der wäre kein, also in Area of Sorrow. Aber der wäre nicht der wirkliche Dracula. Der wirkliche war ja nämlich Soma. Und der war alles andere als einfach. Wer das Let's Play zu Castlevania Lord of Sorrow im Julius-Modus gesehen hat, der weiß, dass ich ungefähr eine Dreiviertelstunde an Videomaterial für diesen Kampf verwenden musste. Nein! Ich hab's jetzt echt nicht gemerkt, dass ich jetzt so wenig KP habe. Schade. Schade, ich dachte, wir können das alles ja regeln in diesem Part. Denn habe ich sonst noch mit Ending und Credits noch alles reingemacht, aber. Ich würde sagen, die erste Phase machen wir jetzt so. Ich mache jetzt die schnelle Variante. Dominus Fall. So.
Okay, aber trotzdem hat er noch nicht die Phase gewechselt, obwohl wir so einen fetten Schaden gemacht haben. Okay, jetzt Supertrank. Hilfe umstellen. Und, ah, so, schnell wegrennen. Okay, ich glaube, das war's. Jetzt ist er in seiner zweiten Phase. Ich wollte das damit jetzt nur skippen praktisch, dass wir jetzt direkt in der zweiten Phase starten. Oder, weil ich habe jetzt keinen Bock, jetzt am Endkampf jetzt groß zu schneiden oder Safe State zu setzen. Hätte ich jetzt lame gefunden. Daraus wird nichts. Aber er macht es sehr gerne, diese Attacke. Passt auch zu dem. Mist! Oh, 7 KP. Ja doch, das macht er ja ständig. Meine ich, normalerweise macht er die voll auf. Ja, komm, stirbt. Also, Hukis, wir müssen da noch ausweichen. Deinem eventuellen Soul-Stil auch noch mal ausweichen. Und diese ganzen... Och, was? Oh, ich habe doch so viel Schaden gemacht. Okay, der Kampf war ja hart genug, deswegen lasse ich das mal durchgehen. Auch war ja legal. Was soll der Unsinn? Mit derartig lahmen Tricks wirst du mich nie besiegen. Meine Macht allein mag nicht ausreichen. Aber mit Dominus kann ich dich vernichten, du Teufel. Jetzt müssen wir aufpassen. Er macht jetzt einen Angriff, mit dem wir instant K.O. gehen. Und jetzt müssen wir Dominus einsetzen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen es jetzt einsetzen. Weil anders ist er nicht zu besiegen. Er sieht nämlich aus, wir machen es an Dominus. Und das ist seine einzige Schwäche. Diese Macht ist... Nein! Das kann nicht meine. Tut mir leid, Albus. Ich konnte mein Versprechen nicht halten. Ja! Ja, das war's mit ihm. Meine Mission ist erfüllt und mein Leben vorbei. Jetzt bin ich wirklich völlig leer. Ich kann nicht mehr. Es ist so still. Ich höre überhaupt nichts. Mein Name ist Albus. Ich denke, wir sind nun Bruder und Schwester. Was? Herr, mach mich zum Träger. Ich kann es nicht zulassen, dass Shonoa ihr Leben riskiert. Oh, warum ist da ein Schreibfehler drin? Naja. Albus' Erinnerungen an Dominus müssen in meinen Verstand eingedrungen sein. Es sind die einzigen Erinnerungen, die ich habe. Was wäre ich für ein Bruder, wenn ich dich nicht beschützen würde? Ah, das sind Flashbacks, okay. Das ist meine Aufgabe. Deshalb hat Albus also sein Leben für mich riskiert. Warum weine ich? So warme Tränen, ich... Das muss ein Traum sein. Die letzten Bilder vor dem Tod. Das ist kein Traum, Shonoa. Die Tränen, die du vergossen hast, sind echt. Bist du das, Albus? Okay, sie lebt aber doch noch. Okay, warum? Kein Traum, meine Tränen waren echt. Als ich merkte, dass ich in Dominus existieren kann, überlegte ich, was sonst noch absorbiert wurde. Dein hohes Opfergut scheint intakt geblieben zu sein. Albus, ich dachte, du wärst für immer fort. Wegen meiner ohnehin fragwürdigen Existenz stieg ich nach unserer Begegnung in die Dunkelheit im Innern von Dominus hinab, um die Erinnerungen zu suchen. Als du die Glyphe benutzt hast, um Dracula aufzuhalten, schwand ihre dunkle Macht und es blieb nur ein leichter Schimmer übrig. Diese letzte Spur des Lichts war dein Opfer. Das sieht dir ähnlich, Albus. Immer willst du alle Probleme allein lösen. Ohne mir ein Wort zu sagen. Immerhin bin ich ja auch dein großer Bruder. Aber danke, Albus. Jetzt kann ich glücklich und zufrieden sterben. Shonoa, du musst gar nicht sterben, meine ich. Hä? Ich habe Dominus bereits benutzt, Albus. Und das wird mich das Leben kosten. Aber Dominus braucht nur eine einzige Seele. Du misst meinen Platz ein, Albus? Nein! Du hast schon so viel für mich getan und ich habe es dir nie richtig gedankt. Keine Widerrede, Shonoa. Das ist meine Aufgabe. Nein, ich...
Wenn du dich bei mir bedanken willst, erfüll mir einen letzten Wunsch. Jeden. Lächle für mich, das genügt mir schon. Aber bitte, bevor es zu spät ist. Okay. Oh, was ein schönes Bild. Ach, ich mag auch diese Änderung, vor allem so Chanor, die war am Anfang immer so eine gefühlskalte, unzufriedene, so will, ja, die halt nur ihre Mission halt tun will und eigentlich mit niemandem was zu tun haben wollte, so wirklich. Und ja, dass sie jetzt auch glücklich ist, dass sie sich freut und dass sie das auch so verändert hat, finde ich schön. Wunderschön, jetzt kann ich endlich sterben. Elvis, warte, nein, nicht! Nein, Elvis! Oh, jetzt stürzt alles ein, wir müssen raus hier! Da bricht das ganze Ding also mal wieder zusammen. Sehr schön. So gehört es sich ja auch. Aber der Eingang, der steht noch. Und die Sonne scheint. Das Gute hatte erneut über das Böse gesiegt. Von der Außenwelt völlig unbemerkt, denn alle Aufzeichnungen über die Ecclesia gingen Nebel der Zeit verloren. Speichervorgang. Und ja, damit die Credits. Ja, also wird dann mal wieder Zeit für ein kleines Fazit des Spiels. Also wie man es vielleicht gemerkt hat, es war ein geiles Spiel auf jeden Fall. Also es ist eindeutig mein Lieblings-Castlevania. Na gut, also von denen ich gezockt habe, aber von den Handheld-Castlevanias eindeutig das Beste, wie ich finde. Schon allein deswegen wegen dieser Möglichkeit, dass man die Glyphen so verbinden kann. Das waren mit diesen Verbünden so, die dann ja auch mal so ein bisschen neue Kombinationsmöglichkeiten boten. Es waren sehr viele Gegner da und auch, es ist auch wirklich erstaunlich, dass wirklich dann für jeden auch so eine eigene Animation gemacht wurde und auch grafisch wurde es nochmal deutlich verbessert im so. Also auch nochmal ein weiter Sprung von Portrait of Ruin und Dawn of Sorrow. Und ja, auch die Story, die fand ich ein kleines bisschen besser sogar. Ein kleines bisschen als in Dawn of Sorrow und Portrait of Ruin. Eine Sache natürlich, die ist jetzt natürlich nicht ganz so logisch, weil eine Sache erstmal natürlich, die Story besteht nur aus drei Charakteren und weil die Dorfbewohner haben jetzt nicht wirklich groß dazu beigetragen. Die waren halt so als das, die waren dann so Mittel zum Zweck nur und Dracula kann man jetzt nur als vierten Charakter zählen, aber sonst sind die drei Charaktere wirklich nur Chanor, Barlow und Elvis und um die drei hat sich eben diese Story aufgebaut. Aber trotzdem diese Tatsache, dass Elvis auf einmal doch nicht der Böse ist und Barlow doch so, wie das so wahnsinnig war, das hat man überhaupt nicht kommen sehen und das fand ich so geil. Eine Sache, die ich nur ein bisschen unlogisch fand, ist die Sache mit Barlow, als er sich geopfert hat. Nämlich, er meinte ja, es hieß ja die ganze Zeit, er braucht Dominus, um das Siegel zu öffnen. Und am Ende hat er es auf einmal nicht gebraucht, weil er irgendwie von Dracula auserwählt wurde. Aber dann hätte er es doch von Anfang an schon so machen können. Er hätte sich ja von Anfang an praktisch ja die Macht von Dracula eigen machen können und das Siegel dann schon viel früher hätte brechen können. Also er hätte die ganze Sache mit Dominus, er hätte es dann eigentlich nie wirklich gebraucht. Aber naja, Castlevania ist jetzt kein Spiel, das jetzt groß durch Storypunkte hat, das ist klar. Sonst die Musik fand ich ziemlich gut. Die ist wirklich gelungen. Es gibt auch noch so ein paar Bonus-Tracks. Also es gibt so einen offiziellen Soundtrack halt dazu noch und mit Bonus-Tracks noch, weil da wurde auch, ich glaube, das Minerva, die Gefängnisinsel, die wurde nochmal gemixt und sowas. Oder auch zu Dracula gab es nochmal eine epische Themen. Und auch hier wird so ein kleines Medley noch im Hintergrund. Und ja, der Schwierigkeitsgrad, der war absolut geil, der Schwierigkeitsgrad. Ich liebe solche Spiele, die einfach mal so richtig fordern, wo man sich einfach mal so ein bisschen aufregt und sowas. Hat man auch gemerkt, dass ich mich manchmal wirklich ein bisschen aufgeregt habe. Und ja, das war. Aber irgendwie macht es einen trotzdem Spaß auch. Dann, wenn man es dann schafft, das ist so ein geiles Gefühl, wenn man dann das Level dann geschafft hat oder das Gebiet oder diesen Boss dann besiegt hat. Und auch immer auf diese Taktiken zu kommen, wie der Boss jetzt am besten zu besiegen ist, so welchen Glyphenverbund benutzt man am besten, wie weicht man am besten seine Attacken aus. Also es macht echt so einen Spaß, auf diese Kombination zu kommen, wie man den am besten besiegt. Ich wusste jetzt ja größtenteils schon, wie man die gut besiegen konnte, aber auch als ich jetzt privat gezockt habe, das hat so einen Bock gemacht, das Spiel. Ich habe es manchmal wirklich das zur Seite gelegt, weil ich einfach es nicht mehr, weil ich es manchmal praktisch aufgegeben habe, aber trotzdem habe ich jetzt immer wieder gezockt und als ich dann erstmal ja im Schloss war, ist es dann so episch geworden, wie ich fand. Und ja, das ist ja auch nicht alles geschafft. Wir haben noch die ganzen Hardcore-Sachen noch vor uns. Das Schloss war jetzt wirklich gar nichts dazu. Das wird noch im nächsten Part oder im übernächsten Part noch kommen.
Ich denke, da werde ich wirklich auch leveln müssen. Bis Level 50 werde ich da wohl leveln. Ich habe ja gesagt, wo man gut leveln kann. Auch Geld werde ich noch farmen. Die Stelle werde ich auch nochmal zeigen, wo ich das farme. Und dann werden wir uns ordentlich Heil-Items holen. Für diese letzte Herausforderung. Und was kann ich sonst noch sagen? Sonst die Quests hatte ich auch eine sehr gute Abwechslung. Die gab es ja schon in Portrait of Ruin, aber ich fand, die war nicht ganz so gut ausgearbeitet. Jetzt hier fand ich sogar viel besser, dass man dann noch mehrere auf einmal hat, dass die alle so ein bisschen individuell waren. Und dass sie auch wirklich was gebracht haben auch. Ja, also alles in allem wirklich eines der besten DS-Spiele auch. Und ja, kann ich eigentlich nicht mehr viel zu verlieren. Es war gut, das Let's Play hat mega viel Spaß gemacht. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass ich hier, ja, dann habe ich da versucht, so ein bisschen off-topic zu reden und so, aber ich glaube, das war nicht so schlau, weil das hat mich zu sehr abgelenkt und irgendwie habe ich dann doch das Thema nicht wirklich beenden können, weil ich dann so gerade fixiert sein musste auf das Spiel. Aber trotzdem, war es schön, eins meiner, mein Lieblings-Castlevania zu Let's Playen. Und wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Es gibt auch noch den Boss-Rush, der kommt ja auch noch bald. Aber alles der Reihe nach. Obwohl ich würde sogar sagen, den Boss Rush machen wir im nächsten Part. Offscreen würde ich jetzt nämlich... Oh, Bonus-Feature freigeschaltet. Was denn? Bonus-Feature. Bonus-Feature, wo bist du? Also wir haben jetzt auch noch neues Spiel Plus, damit können wir das Spiel eben nochmal starten mit den ganzen Items und Glyphen. Warum ist jetzt mein Bonus-Feature, Mensch? Habe ich jetzt ein neues Item eventuell? Herzdame, tatsächlich. Das ist das Bonus-Feature, genau. Wenn man das natürlich im Hard-Modus durch hat, kriegt man dieses epische Item. Das ist natürlich total overpowered und wir werden das Item brauchen. Es erhöht erstmal drastisch alles und es halbiert den Herzenverbrauch. Ist das nicht geil, Leute? Naja, aber auf jeden Fall. Der Part ist jetzt schon ein kleines bisschen überzogen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich werde offscreen noch weitestgehend noch die Materialien holen, noch für die letzten paar Quests noch. Wir werden nämlich die Golderze noch brauchen. Und dann werde ich noch bis Level 50 trainieren. Und dann machen wir den Boss Rush. Und wenn der geschafft ist, werden wir noch die zwei anderen letzten Gebiete machen, die absolut gestört sind. Und naja, ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei. Wenn es euch gefallen hat, ja. Hoffe ich, dass ihr beim nächsten Part dann auch dabei seid. Und nun ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder.